Heute spreche ich über die Unterschiede im Alltag von Taiwan und Österreich. Natürlich gibt es sehr viele verschiedene Unterschiede, die man hier anführen kann. Ich habe jetzt mal einfach drei genommen, die mir so eingefallen sind und wo ich beim Überlegen auf ein paar andere interessante Aspekte gekommen bin. Und die werde ich heute vorstellen, diese drei Aspekte. Der erste Aspekt ist das Thema Beschilderung. Also ein Schild, ja, heißt auf Chinesisch Peizi. Die Beschilderung in Taiwan funktioniert eigentlich sehr anders als in Österreich. Ich habe in Taiwan beobachtet, dass eigentlich so gut wie alle Schilder sowohl auf Chinesisch als auch auf Englisch beschrieben sind. Also man findet sowohl im Stadtzentrum oder in den Parks oder auch ganz weit draußen am Land eigentlich auf allen Schildern, wenn sie jetzt zum Beispiel auf der Straße sind oder ja, im Einkaufszentrum zum Beispiel, immer auf dem Schild, einmal Chinesisch und einmal Englisch, und das eigentlich sehr, sehr durchgehend. Das habe ich wirklich sehr deutlich in Taiwan gesehen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir in Österreich das nicht so durchgehend haben. Eigentlich viel, viel weniger als in Taiwan. Ein ganz wichtiger Punkt dabei sind die Straßenschilder, die in Wien oder in Österreich nur auf Deutsch sind. Also die hast du nicht auf Englisch, garantiert nicht. Und in Taiwan ist es aber ganz anders. Da habe ich gesehen, dass es egal, ob jetzt in der Stadt oder ganz, ganz weit draußen am Land, dass die Straßenschilder immer auch unten auf Englisch angeschrieben sind. Und das finde ich sehr interessant. Es ist ja eigentlich sehr, sehr hilfreich, aber ja, in Österreich würde man nicht so schnell drauf kommen, weil vielleicht auch die Lebensgewohnheiten anders sind. Aber es hat beides seine Logik. Sowohl wenn man jetzt nur auf Deutsch schreibt oder wenn man durchgehend alles in zwei Sprachen schreibt. So, was heißt das? Also, wo findest du vielleicht noch Schilder auf Englisch und auf Deutsch? Also einmal in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also zum Beispiel in der U-Bahn, da findet man das noch. Oder vielleicht im Museum oder einfach dort, wo viele Touristen erwartet werden, wo man glaubt, dass viele Touristen hingehen oder wo einfach schon offensichtlich eine Touristenzone ist. Dort findest du auch Schilder auf Englisch. Aber eigentlich sonst findest du fast so gut wie gar nichts auf Englisch, sondern eigentlich Schilder nur auf Deutsch. Und das heißt dann eigentlich, dass es sehr, sehr von Vorteil ist, wenn du ein paar Wörter auf Deutsch kennst, die oft auf Schildern geschrieben sind. Also das ist eigentlich eine sehr gute Idee, wenn du mal nach Wien fährst zum Beispiel. Die Beschilderung. Sehr viel auf Deutsch, nicht viel auf Englisch. Der zweite Punkt sind die Öffnungszeiten, die wirklich ganz, ganz anders sind. Zuerst einmal haben wir in Taiwan sehr, sehr lange Öffnungszeiten, beziehungsweise es gibt viele Geschäfte, die 24 Stunden lang offen haben. Das heißt, du kannst immer hineingehen. Das sind zum Beispiel diese Minimärkte, also zum Beispiel 7-Eleven oder OK-Mart oder Family-Mart und so weiter. Das kann man auf Deutsch mit Minimarkt bezeichnen, so ein Geschäft, ja, oder 24-Stunden-Markt kann man auch dazu sagen, weil es gibt auf Deutsch nicht wirklich das Wort Convenience Store, also das haben wir nicht so, nicht genau das gleiche Wort dafür. Ja, das war für mich eigentlich sehr, sehr erstaunlich, auch das erste Mal, als ich nach Taiwan gekommen bin, dass du eigentlich die ganze Zeit einkaufen kannst und dass die Öffnungszeiten so lange sind, also auch wenn du jetzt zum Beispiel in einen Supermarkt gehst, die haben normalerweise immer bis 10 Uhr oder bis 11 Uhr offen. Wenn du jetzt nach Österreich gehst oder nach Wien, dann ist das eine ganz andere Situation. Die Supermärkte haben normalerweise bis 7 Uhr oder bis 8 Uhr offen. Und man muss dazu sagen, früher waren die Öffnungszeiten noch viel kürzer. Also sie werden eigentlich immer länger. Ja? Früher, als ich ein Kind war, war es normal, dass die Geschäfte alle um 6 Uhr zugehabt haben. Wenn du jetzt in Österreich oder in Wien einkaufen gehen willst, wie kann man sich das vorstellen? So, ich gebe dir ganz konkrete Beispiele. Supermarkt ist also ungefähr 7 bis 8 Uhr. Normalerweise 7 Uhr am Donnerstag
ist sozusagen ein Tag bei vielen Supermärkten, wo es länger geöffnet ist, bis 8 Uhr oder bis 9 Uhr am Abend. Das ist aber echt schon die Grenze. Und normalerweise bei anderen Geschäften hast du 7 Uhr eigentlich am Abend. Ja. Also auch wenn du auf eine ganz, ganz große Einkaufsstraße gehst, zum Beispiel auf die Maria-Hilfer-Straße in Wien, dann haben die meisten Geschäfte, würde ich sagen, ungefähr um 7 Uhr dann ja schon zu. Also gibt es in Österreich eigentlich Geschäfte, die immer offen haben oder die länger als 8 Uhr zum Beispiel offen haben? Ja, das gibt es schon, aber ganz, ganz selten. Das sind wirklich große Ausnahmen. Das sind zum Beispiel am Wochenende gibt es, nicht nur am Wochenende, also es gibt an bestimmten Bahnhöfen zum Beispiel Supermärkte, die eine bestimmte Lizenz haben, und diese Supermärkte dürfen dann vielleicht bis 10 Uhr am Abend offen haben oder bis 11 Uhr. Und diese Supermärkte haben auch am Samstag und am Sonntag so lange offen. Ja? Und dazu muss man auch sagen, von Montag bis Freitag haben die Geschäfte in Österreich ungefähr bis 7 Uhr offen oder bis 8 Uhr vielleicht. Am Samstag, Achtung, haben alle Geschäfte eigentlich nur bis 6 Uhr am Abend offen. Nach 6 Uhr ist Pause und ja, alle gehen nach Hause oder alle machen was anderes, ja, haben Freizeit. Und am Sonntag ist sowieso zu. Also am Sonntag haben eigentlich alle Geschäfte zu und nur die Restaurants zum Beispiel haben offen. Also Restaurant, Gastronomie, das ist wieder ein bisschen etwas anderes. Die haben wieder andere Bestimmungen. Aber wenn du jetzt wirklich sozusagen einkaufen gehen willst, in ein Kaufhaus oder so oder in ein Geschäft, dann musst du darauf achten. Also normalerweise 7 Uhr, Samstag 6 Uhr, Sonntag gar nichts. Und früher habe ich sehr oft die Frage von Chinesen oder Taiwanesen bekommen, wie die Leute in Österreich denn einkaufen gehen sollen, wenn die Geschäfte nur so kurz offen haben. Sie haben also gemeint, ja, wenn ich jetzt normal arbeiten gehe und die Geschäfte machen alle um 7 Uhr zu, wie soll ich dann überhaupt noch was einkaufen gehen können? Da habe ich gesagt, naja, es geht trotzdem irgendwie. Also wenn ich mir jetzt denke, die Leute sind ungefähr bis 4 Uhr oder bis 5 Uhr im Büro, ja, sie arbeiten ungefähr 8 Stunden in der Regel, dann haben sie ungefähr noch 2 Stunden, dass sie was einkaufen gehen können. So, und normalerweise ist es eigentlich kein Problem. Also ich habe noch nie einen Österreicher sich beschweren gehört, dass er die Öffnungszeiten zu kurz findet und dass das für ihn ein großes Problem wäre. Andererseits, also du hast noch den Samstag, das heißt am Samstag gehen auch viele Leute einkaufen, da gehen sie ja nicht arbeiten normalerweise. Und ja, ich glaube, es ist auch noch ein anderer Faktor, der vielleicht sehr wichtig ist. Es ist auch so, dass wir nicht jeden Tag einkaufen gehen müssen. Wir müssen vielleicht hin und wieder in den Supermarkt gehen, Essen einkaufen, aber es ist wirklich nicht so, dass wir jeden Tag irgendwie etwas anderes einkaufen. Zum Beispiel, wir brauchen jetzt nicht jeden Tag einen Computer oder jeden Tag, ich weiß nicht genau, dass wir uns Kleidung einkaufen gehen. Also, oder ich glaube, sehr wenige Leute gehen so oft in ein Geschäft, dass sie fast dauernd ein neues Produkt kaufen und das dann immer nur am Abend kaufen können. Und zum Thema am Sonntag einkaufen gehen, gibt es in Österreich schon seit langer Zeit eine Diskussion, schon seit vielen Jahren, eben die Frage, soll man am Sonntag öffnen dürfen oder nicht, oder sollen einfach alle eine Pause machen und dass also auch die Mitarbeiter am Sonntag nicht arbeiten gehen müssen, grundsätzlich. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmeberufe, die jetzt aber nicht im Handel vielleicht vertreten sind. Und ja, es gibt so immer ein Spannungsfeld. Also viele Geschäftsleute sagen, ja, ich möchte gerne diese Wahlfreiheit haben, ich möchte gerne am Sonntag öffnen und das ist einfach viel flexibler. Und auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, nein, ich möchte gerne, dass wir wirklich in der Woche einen Tag haben, wo einfach alle sich ausruhen können und wo einfach vielleicht auch mal man nicht einkaufen gehen kann und man was anderes machen kann. Also es gibt ja neben dem Einkaufen auch noch viele andere Dinge, die man so im Leben machen kann. Das ist ein bisschen der Standpunkt von den anderen Leuten. Natürlich haben beide Standpunkte irgendwo recht und man kann beide Standpunkte irgendwo verstehen. Es ist einfach, ja, je nachdem, wie man persönlich vielleicht es lieber hätte oder was für einen Lebensstil man irgendwie lieber hätte. Aber man kann wirklich sehr trefflich darüber streiten.
Aber auch ganz allgemein würde ich sagen, dass das Leben in Österreich zum Teil ein bisschen langsamer ist als in Taiwan. Das glaube ich schon, auch wenn vielleicht nicht in allen Bereichen das so ist. Aber ich möchte auch nicht ein falsches Bild erzeugen, dass bei uns in Österreich alles ganz langsam und ruhig und entspannt ist, weil das ist es nämlich überhaupt nicht. Das bitte auf keinen Fall glauben. Auch punkto Arbeiten, ja, es ist so, dass wir auch lange arbeiten müssen. Es gibt viele Leute, die sehr viel arbeiten, viele Überstunden machen. So ist es auch nicht. Ich möchte da keine Missverständnisse erzeugen. Aber ich glaube, dass auf der anderen Seite trotzdem in Österreich das Leben in gewisser Weise, der Rhythmus, ein bisschen langsamer ist. Und dass ich in Taiwan beobachte, dass man wirklich zu jeder Uhrzeit eigentlich fast alles ganz normal weitermachen kann. Und dass wir das in Österreich nicht so stark haben. Ich komme jetzt zum dritten Punkt und das ist der Punkt Ausländer in Taiwan und in Österreich. Und da möchte ich einfach nur einen bestimmten Aspekt herausnehmen. Ja? Also in Österreich, besonders in Wien, sieht man viel, viel mehr Ausländer als in Taiwan zum Beispiel. Also ich bin hier in Kaohsiung. In Taipei ist es natürlich noch einmal etwas ganz anderes, das ist mir schon klar. Ja, in der Hauptstadt ist es immer etwas anderes, meistens, als in den anderen Gebieten in einem Land. Aber trotzdem, auch generell im Vergleich zu Taiwan, ist der Ausländeranteil in Österreich und in Wien besonders viel, viel höher. Ich werde jetzt noch einmal einblenden, ja, wie hoch der Anteil in Wien zum Beispiel ist und in Gesamtösterreich ist. Und ich glaube, er ist spürbar höher als in Taiwan. Also ich glaube, in Wien haben wir ungefähr 30% Ausländeranteil, ungefähr. Das heißt also, jeder Dritte auf der Straße ist ein Ausländer. Jetzt musst du dir aber denken, natürlich, man sieht ja nicht sofort, wer ein Ausländer ist oder nicht. Das ist auch nicht der springende Punkt. Aber diese ganze Zusammensetzung in der Gesellschaft, die beeinflusst natürlich auch das Alltagsleben oder wie der Alltag aussieht. Also wenn ich jetzt in Wien zum Beispiel bin, und Wien ist auch wirklich irgendwo ein Schmelztiegel, ja, dann ist es eigentlich ganz normal, wenn ich Schulkinder sehe und zum Beispiel drei Schulkinder, ich sehe das oft, ja, eine Gruppe von Schulkindern, einfach Freunde, die so nach der Schule nach Hause gehen. Und ein Schulkind sieht so aus wie ich ungefähr, ein Schulkind sieht so aus wie ein Taiwanese oder eine Taiwanesin und ein Schulkind hat eine komplett andere Hautfarbe, ja, eine vielleicht dunklere Hautfarbe. Und sie reden aber alle Deutsch miteinander und das ist einfach, ja, ein sehr interessantes Bild. Und das ist einfach etwas, was ich in Taiwan eben nicht so sehe. Ich sehe es sehr, sehr selten. Okay, für heute war es das mal. Wir sehen uns. Ciao.